Hey, 2019 habe ich richtig, richtig spannende Gesprächspartner gehabt in meinen Interviews. Und jetzt siehst du die besten Szenen mit den besten Gesprächspartnern. Das kann ich nicht sagen, mit den besten Gesprächspartnern, oder? Hey, die waren alle gut. Aber jetzt kommen die wirklich die emotionalsten, informativsten und geilsten Szenen aus 2019. Viel Spaß dabei. Vielen Unternehmern und Selbstständigen haben ja so ein bisschen so die Schwierigkeit, ich konkurriere mit Mittelstand, mit Konzernen etc. pp. Und ich kann eigentlich nicht die Gehälter zahlen, die die da zahlen. Ja. Deswegen versuche ich das bei uns immer so zu machen, dass ich in den Vorstellungsgesprächen versuche herauszufinden, was ist das, was die Leute unbedingt haben wollen. Da haben sich schon sehr lustige Sachen durchergeben. Ich habe zum Beispiel bei mir einen Programmierer, der isst sehr gerne Pizza. Und ich habe dem ganz offen gesagt, hey, ich weiß, du würdest in der freien Wirtschaft sicher vielleicht noch mal ein bisschen mehr verdienen, als du bei mir verdienst, aber ich mache dir ein Angebot. Du kriegst von mir eine Pizza-Flat, du kannst jeden Monat so viel Pizza bestellen, wie du das möchtest, geht alles auf mich, hier bei dieser Pizzeria kannst du Pizza bestellen wie bekloppt. Im ersten Monat hat er, glaube ich, wirklich 20, 25 Pizzen bestellt. Ich habe dem gesagt, die einzige Voraussetzung ist, ist nur für dich, jetzt keine Riesenpartys. Im ersten Monat hat er 20, 25, irgendwann hat sich das jetzt eingependelt und ich glaube, jetzt sind 6, 7 Pizzen im Monat. Das ist ungefähr ein Huni, ja, und für mich absolut bezahlbar. Bei einem anderen Mitarbeiter habe ich das so, die sagte, hey, ich muss aber ein bisschen gucken, wie ich hier so hinkomme. Da habe ich gesagt, ja, so weit ist das nicht, 4, 5 Kilometer, ja, aber und ich habe aktuell kein Fahrrad. Die hat zur Einstellung ein Fahrradgeschenk gekriegt. Ich habe dein Fahrrad gekauft, das Fahrrad hat 400 Euro gekostet. Die hat, glaube ich, jedem, den die kennt, erzählt, mein neuer Chef hat mir ein Fahrrad geschenkt. Du kriegst mal einen Laptop, du kriegst mal ein Handy, aber wo kriegst du ein Fahrrad? Ja, ja, genau. Das heißt, da ist wirklich mein Tipp, wenn du um die besten Mitarbeiter werben möchtest, klar, Geld ist ein ganz wichtiger Anker, aber denk auch mal darüber nach, was du links und rechts noch machen kannst, um die Leute wirklich noch mal ein bisschen anzuteasern und denen so dieses Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern. Ja. Heute wärst du dann sehr wahrscheinlich so ein Elektroroller oder so. Ja, oder? Ja. Dann wärst du nochmal drüber. Ja, ist gut. Bei uns gibt es unlimitiert Red Bull. Ich habe mal so eine Red Bull-Phase gehabt. Ne? Ja. Da habe ich immer nachmittags ich gedacht, boah, jetzt langsam leistungstief, Red Bull. Ja. Und auf meinem Körper hat Red Bull eine Wirkung wie bei Asterix der Zaubertrank. Ne? So. Und dann haben wir eingeführt, okay, wir kaufen es palettenweise ein. Wir haben sogar einen Rahmenvertrag gehabt mit Red Bull. Ja. Und haben wirklich palettenweise, auch auf unseren Veranstaltungen gibt es Red Bull. Und die Mitarbeiter haben da eine Fletsche. Es gibt wirklich Mitarbeiter, die sich 4, 5 Dosen an einem Tag reinpfeifen. Die kommen morgens total müde. Der erste Weg ist an den Red Bull Kühlschrank. Ja. Keine Ahnung, was das mit dem Körper macht. Ich würde es bei mir nicht ausprobieren wollen. Aber so etwas gibt es ja. Es ist eine Kleinigkeit, ist aber auch Employer Branding. Absolut. Ja, und das spricht sich rum. Ja. Okay. Und wir bekommen jetzt gerade Besuch. Ein Entenpärchen kommt zu uns. Ah. Wobei die, ja, die haben Hausrecht. Mal die Namen. Einzig die Vendoren, das heißt die, die die Produkte und Dienstleistungen geben, die man verkauft. Die Vendoren sehen dann irgendwie die Namen auf der Abrechnung. Richtig. Und wundern sich, wer ist das, dass die so viel kriegen. Bei dir ist der Unterschied, du warst früher auch unterm Radar und bist dann letztes Jahr rausgekommen, hast gesagt, so, hier bin ich, ich zeige euch mal, was ich mache und du gibst es anderen weiter. Warum machst du das? Warum bleibst du nicht, du kannst doch ein wunderbares Leben leben, kein Mensch kennt dich, du läufst unerkannt über die Kontra, keiner spricht dich an. Warum die Sichtbarkeit? Ich konnte natürlich durch die Sichtbarkeit, durch den Move eigentlich von dir auch, ne, als Affiliate, als Sprecher, war ich dann irgendwann in der Lage, wo mich Leute angeschrieben haben und dann natürlich in der Lage zu sagen, okay, was machst du jetzt? Wie agierst du intelligent, dass du nicht Zeit gegen Geld verschwendest? Also habe ich ein Produkt entworfen, die Academy, die Finest Audience Academy. Und in der Academy habe ich dann natürlich alles abgebildet, alle Techniken, die ich so durchgehe, als erfolgreicher Affiliate und konnte natürlich das erste Problem lösen, Zeit gegen Geld. So. Dann kommt die andere Sache. Ich merke halt, wie die Entwicklung der Affiliates ist. Das bedeutet, die Affiliates sind halt da problematisch, wo wir jetzt anstoßen, also verkaufen. Und hier kommen wir wieder dazu, zur Offline-Online-Welt. Ich glaube, das, was wir machen, ist nur eine Brücke schlagen, weil beides ist nötig. Das ist Teil 1, Teil 2. Ja? Weil die Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Ja? Auch große Geschäfte, wo man richtig Geld verdient, wird zwar vielleicht vorab online eine Adresse generiert, ja, aber die richtigen Geschäfte werden dann face-to-face gemacht. Ja, und deswegen
Das ist das Ding, weswegen ich dann auch irgendwann gesagt habe, okay, wir müssen das kombinieren, wir müssen das mischen und ich mache das Produkt. Bin dann rausgegangen auf Empfehlung. Ansonsten hatte ich wirklich ein gutes Leben als Underdog-Affiliate. Ja. Hab natürlich jetzt auch durch den Kurs viel Reputation bekommen, was ja schön ist. Und ich kann auch mal richtig, jetzt kommt das Entscheidende, richtig den Leuten zeigen, was funktioniert, was nicht funktioniert, anhand von Case Studies und nicht diese typischen Bullshit-Kurse da draußen, die dir einem vorgaukeln, aber die haben überhaupt nicht die Tiefe, die Ahnung, sondern die erzählen irgendwas, was die vielleicht irgendwo erzählt haben, aber sie können es nicht beweisen, weil ich meine, ich habe es ja vorgemacht, du hast gesagt, willst du nicht mal beweisen, wie du das machst und den Affiliate zeigen, wie es geht? Und ich habe ja lange gezögert und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Ja, und das war eigentlich das Ding, dass man sagen kann, letztes Jahr, überlegt mal, haben wir weltweit 12,8 Milliarden Dollar Umsatz gemacht mit Affiliate. Das Jahr davor waren es 8. Das sind 4,8 Milliarden mehr in einem Jahr. Der Markt wird immer größer. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da ein großer Markt da ist. Mega. Also einer, der viel größer ist. Auch der Marktanteil, den wir erreichen können, viel größer ist als den, den wir jetzt haben. Mhm. Du hast gerade gesagt, skalieren, also hochskalieren. Skalieren ist ja im Moment auch so ein bisschen Modewort, wo jeder irgendwie alles drunter versteht oder es ist einfach nur Wachstum. Was bedeutet für dich Skalierung oder wie würdest du es erklären? Was heißt Skalierung? Das heißt, du hast eine Infrastruktur, du hast eine Systematik und multiplizierst das. Sagen wir mal, du hast einen Gartenschlauch. Du hast einen 1 Zoll Gartenschlauch, so, und druckgeprüft und alles. Und am Anfang tröpfelt das Wasser so raus. Und jetzt drehst du den Wasserhahn weiter auf. Und irgendwann hast du da mega Druck drauf und einen riesen Wasserstrahl. Mhm. Die Infrastruktur ist der Schlauch. Du musstest jetzt nur den Hahn weiter aufdrehen. Das ist für mich Skalieren. Was haben wir gemacht? Skalieren. Ich hatte früher kein skalierbares Geschäftsmodell, weil ich hatte die angestellten Trainer und habe Zeit gegen Geld getauscht. Genau. Und die Grundvoraussetzung für Skalierung ist, dass du rauskommst aus diesem Zeit gegen Geld. Mhm. Das haben wir geschafft, indem wir die Seminare Teilnehmerzahl unabhängig gemacht haben. Wir können die Seminare machen mit 50 Teilnehmern, aber auch mit 500 und auch mit 5000. Wahnsinn. Wir ändern ein Stückchen die Art und Weise, sodass jeder Teilnehmer das bekommt, was er braucht. Aber mittlerweile können wir es skalieren. Und es war immer nur hier oben ein Mindset-Fehler. Das ist bei mir auch so, ja. Ja, also es war jahrzehntelang der Glaubenssatz, Nachhaltigkeit in der Qualifizierung von Verkäufern geht nur bei Gruppengrößen von 12 bis 18. Mhm. Ist unter Trainern weit verbreitet. Ja, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wenn ich die Resultate meiner Teilnehmer sehe, besser geht's nicht. Tut dir nicht weh? Nein, ich guck nur, was es hier alles gibt. Ich habe ja Hauswirtschaft gehabt in der Schule. Das weiß keiner, das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Das fand ich gut. Es gab Sport AG und Hauswirtschaft AG. Habe ich Hauswirtschaft gemacht. Das war dann ein halbes Jahr Nähen. Und ein halbes Jahr nähen und ein halbes Jahr war kochen. Und das war immer geil. Da warst du immer zu dritt in der Gruppe. Ja. Ich habe kochen in der Schule gehabt. Das war 7. Klasse war das. Und dann musste einer die Vorspeise machen, einer das Hauptgericht und einer musste das Dessert machen. Und der Hauptgrund, warum ich in dieser Koch-AG war wegen dem Essen. Wegen dem Essen. Es wurde natürlich viel mehr zubereitet, als gegessen wurde. Und ich habe mich da durchgefressen. Das war geil. Ja, und in der Tat, ich glaube, wir waren 2 Jungs und 20 Mädels. Es war cool. Auf der anderen Seite, also von daher, ich erinnere mich noch an diese Werkzeuge hier. Das gab es damals nicht, aber sowas gab es hier durchaus. Das war aber nicht meins. Also das war nicht meins. Also so hier, das war nicht meins. Da bin ich zu grobmotorisch für. Okay, der jetzt keinen Turbo kauft und bar bezahlt, mit dem müsste man vielleicht ein bisschen besseren Kontakt aufbauen. Und der sich einen Boxster
finanziert hat und die Finanzierung hat 3 Wochen gedauert, weil die Bank nicht so wirklich das grüne Licht geben wollte, da wusste man, okay, vielleicht ist er nicht wirklich so der Topverdiener. Und ich habe damals gesagt, okay, ich möchte ein gutes Netzwerk, dann muss ich auch wirklich stabile und gute Leute in diesem Netzwerk haben und habe dann natürlich den Porsche Cayenne Turbo gekauft hat, versucht, im Kontakt zu bleiben, immer schön angerufen, vielleicht mal Happy Birthday geschickt, alles Gute zum Geburtstag. Und dann trifft man sich auch mal abends privat und dann an dem Punkt ist dann vorbei eigentlich, weil dann gibt es kein Eis mehr, dann ist wirklich jegliches Eis gebrochen und du bist per Du und dann hängt es wirklich nur noch von dir ab. Und ja, und dann wirst du recommended, auf Deutsch empfohlen, empfohlen und weiterempfohlen und nochmal empfohlen und dann passiert alles von ganz alleine. Das war so die Porsche-Geschichte. Und dann bin ich zu Aston Martin irgendwann gewechselt, weil ich einfach nur einen Wechsel brauchte. Und da war es ganz schlimm. Weil Aston Martin ist dann nochmal eine luxuriösere Klasse als Porsche. Da kostet das Auto auch manchmal das Dreifache. Und die haben dann im Monat 4 Autos verkauft. Und dann habe ich die dazu gebracht, 14 Autos im Monat zu verkaufen. Dann war ich auch ein bisschen im Management involviert. Und all das habe ich nur geschafft, weil ich wirklich immer nur an mein Netzwerk gedacht habe und immer mit den Leuten in Kontakt geblieben bin, wo ich wirklich dachte, okay, das ist eine interessante Person, extremely successful und es lohnt sich. Und, okay. Ja. Fokus. In unserer heutigen Zeit einer der wichtigsten Punkte. Bleibe ich fokussiert, eliminiere ich jegliche Ablenkung. Also das ist ja noch krasser als in meiner Jugend. Was die jungen Leute heute haben, ist natürlich komplette Instagram, Facebook, Abhängigkeiten, Tinder auch, Handy. Die durchschnittliche Verweildauer ist 3 Stunden. Die Generation der Eltern in Amerika 5 Stunden am Fernsehen, in Deutschland ungefähr 3 Stunden 51 Minuten. Das eine ist genauso blöd wie das andere. Das macht dich nicht reich, das macht dich in der Regel nicht intelligent. Das ist einfach Zeitvertreib, das ist Abhängigkeit, das ist elektronische Abhängigkeit, die macht dich blöd. Also weg damit. Ich habe ein Steinzeit-Analogtelefon und dann sagt mir dann einer, ein Oscar-Regisseur, mit dem ich gerade am Filmprojekt arbeite, Mann, ich beneide dich um dein analoges Handy. Ich sage, ja, schmeiß dein Scheißding weg. Die hast du so nur die Bräute den ganzen Tag. Ja? Die laufen auch nicht weg, genug von denen. Ja? Also du musst einfach mal, warum sollen wir denn nicht rational unsere 24 Stunden mal anschauen? Wie fängt das morgens an und wie hört das vor der Haie auf? Und ich erwarte dann mit diesem Plem-Plem Zeitvernichtungsaufgaben, dass ich erfolgreich werde. Mir fehlen aber 5 Stunden. Die fehlen mir nicht. Dein Konkurrent, der denkt klar. Das ist genauso wie der Typ, der nach dem Fußballtraining nochmal 10 Minuten Elfmeter kickt. Oder im Basketball nochmal 5 Minuten Freiwürfe trainiert. Und der Erfolg ist doch nur so viel besser jeden Monat, jedes Jahr als deine Konkurrenten. Es ist nicht nur Quantensprünge, es sind kumulative Verbesserung zu deiner Konkurrenz. Und du willst das mit Ablenkung machen, mit so einem Dilettantenansatz? Wenn man so an Kindergeburtstage oder überhaupt an Geburtstage denkt, da gibt es doch hier diese, wie heißen diese Kerzen nochmal? Ja, diese Wunderkerzen. Wunderkerzen. Ja. Die Wunderkerzen ist total geil, mega viel Action, aber brennt wie lang? 15 Sekunden, ja. Dann ist die aus. Und ich habe das immer wieder, dass ich Leute bei mir im Büro sitzen habe, auch wenn es hart klingt, wo ich sage, okay, das sind ein bisschen Wunderkerzen, die haben volle Energie, die sind super da. Und dann kommen die eine Woche später und haben eine neue Idee. Und dann kommen die eine Woche später, ja, haben wieder eine neue Idee. Ja. Und das ist super, aber wenn du wirklich jemanden nachher anstecken willst, gerade auch Investoren, da sind wir auch wieder beim Verkaufen, dann musst du halt so einen Flächenbrand haben. Du musst den anderen richtig anstecken können. Du musst so das Gefühl haben, dass die ganze Zeit Energie da ist. Meine Oma hatte immer so einen geilen Ausdruck dafür, der hieß immer, kawupp dich in den Foot. Die hat mir das immer so erklärt, du musst dir so vorstellen, du hättest wie so eine kleine Rakete hinten im Po stecken, die treibt dich die ganze Zeit, aber die geht halt nicht leer. Jeder hat mal so Phasen, wo was nicht läuft, aber das ist halt super wichtig und das hatten wir auch bei der Höhle der Löwen, hatten wir zuletzt noch einen Deal, den der Frank Thelen abgeschlossen hat, da hat er wirklich zu dem Gründer gesagt, hör mal, Zielgruppe ist irgendwie schlecht definiert. Wow,
Also, das kann man auch das als Bett geil. Nehmen. Das kann es man kann, auch als ich Bett glaube, nehmen. Es ist eigentlich ein Bett. Aber ich glaube, wir können es schnell wieder reparieren. Unglaublich. Also, geil. Als erfolgreicher Gründer musst du auch spontan mit Situationen umgehen können und du brauchst handwerkliches Geschick. Ja, okay. Jetzt klebt es wieder zusammen, die Hose. So. Ich wollte auch nicht gucken, was drunter ist. Die meisten Menschen suchen den Fehler immer im Außen. Ich habe nicht das richtige Umfeld, es ist nicht der richtige Ort. Und dann kommt oft, es ist nicht das richtige Network. Wie war das bei dir? War das von Anfang an das richtige Network? Bist du von Anfang an bis heute da geblieben? Hast du zwischendurch gewechselt? Und wie ist das, wenn die Leute alle 4 Wochen wechseln oder 3 Networks parallel machen, weil sie sagen, wenn ich 3 habe, dann werde ich noch reicher? Was rätst du solchen Menschen? Wie war das bei dir? Also zunächst mal, bei mir war das so, ich war gestartet 2003 dann in einer sehr, sehr großen amerikanischen Firma, die es auch heute noch gibt. Insofern muss ich ja mal per se sagen, kann es ja nicht das falsche Network gewesen sein. Ich war da 4 Jahre. Ich habe das erste nebenberuflich gemacht neben der Schule, bin dann ja irgendwann abgegangen vom Abi, wollte direkt hauptberuflich gehen. Dann gab es bei uns Familienrat und dann habe ich gesagt, okay, ich mache irgendwas noch Vernünftiges, ja, irgendwas, was vielleicht nicht so lang dauert, vielleicht so ein Bachelorstudiengang, ja. Und so als Plan B, ist witzig, für mich war immer der normale Job Plan B schon mal von vornherein, ja. Wenn ich sage, komm als Plan B, vielleicht, wenn es dann wirklich aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte mit dem Network, wo kann man denn sonst noch viel Geld verdienen? Naja, wahrscheinlich bei der Bank, da liegt es zumindest. Ja. Also habe ich dann bei einer großen deutschen Bank angerufen und habe gesagt, okay Mensch, ich würde mich hier für den Bachelorstudiengang interessieren. Und weil meine Noten halt auch super waren, habe ich das direkt auch bekommen auf Anruf. Und dann war das auch für mich schon wieder erledigt und habe weiter Network gemacht. Ich habe in der Uni Network gemacht, an der Frankfurt Business School. Ich habe in der Firma Network gemacht. Ich habe auch so unpopuläre Dinge gemacht, wie meine Arbeitszeit dazu zu verwenden, Network zu machen. Ich habe so viel Network gemacht, dass mein Chef, damals der Personalchef, gesagt hat, also irgendwie feier ich mit Ihnen, ich weiß nicht, ob das was wird hier bei uns. Ich habe gesagt, es ist kein Problem. Ich habe dann irgendwann mein Business, ich habe nach 2 Jahren zum ersten Mal 1.000 Euro verdient. Also passiv. Ich habe natürlich Produkt verkauft, habe ich auch nochmal einige Hunderte verdient und so weiter. Aber es ist wirklich auf eine Abrechnung, die kam noch per Post, so ein Scheck. $1.000 war da drauf und es war in meinem Monat, wo ich Abi gemacht habe. Ich habe in meiner Abi-Prüfung, das halte ich fest, das war cool, und zwar meine Bekannten, meine Freunde, die waren ja auch 18 und 19, die haben kein Abnehmprogramm für 100 Euro gekauft. Der Shake damals hat 46 Euro gekostet. Das war richtig viel Geld für uns alle. Ja, mein Taschengeld hätte 3 Monate gebraucht, um dahin zu kommen. Ja. Aber meine Lehrer, der war ja anders. Also habe ich irgendwann angefangen, meinen Lehrern Produkte zu verkaufen. Und mein Spanischlehrer, der hat Gewicht reduziert und zwar ganz gut. Und in meiner Abi-Prüfung, ich hatte also Französischprüfung mündlich, warum habe ich das gemacht? Einfach nur, weil ich Französisch kann, damit es einfach ist. Ja? Und bin da reingelaufen und mein Spanischlehrer war auch in diesem Gremium von dieser Französisch-Mündlich-Prüfung und da waren halt noch 2 andere. Und ich komme rein und ich muss dazu sagen, ich will jetzt auch nicht so tun, als bin ich zu cool for school. Ich war schon auch aufgeregt beim Abi. Also Abi-Prüfung ist schon nochmal so ein Ding, ja. Und ich bin reingelaufen, war echt ein bisschen nervös, so, oh Gott, hoffentlich wird's klappen. Und das Erste, was passiert, ach, Herr Feier, ja, mein Schokoshake ist leer. Kann ich nochmal einen Shake kaufen? Und ich sag, Herr Torber, können wir uns vielleicht da nach der Prüfung, also, ach, wissen was, wir haben Vanille, Schoko, Banane, ja. Und dann haben wir plötzlich eine Diskussion gehabt in der Abi-Prüfung über Proteinshakes, über Geschmacksrichtungen, über wie man die am besten anmacht. Und irgendwann so nach gefühlten 10 Minuten, vielleicht waren es auch nur 3 Minuten, aber hat dann die eine Prüferin gesagt, hey, wie wär's, wenn wir jetzt mal kurz diese Prüfung machen und dann müssen wir da aber nochmal drüber sprechen. Und das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie das so damals war. Mir war alles egal, ich habe mich einfach da voll reingestürzt. So, 1.000 Euro im Abi, 2.000 dann neben dem Studium, 3.500 so im dritten Jahr. Und das war nur so eine Sache, wo ich dann gesagt habe, Mensch, wenn ich fertig bin mit Studieren, wenn ich anfange, Job zu kriegen, dann wird das wahrscheinlich auch mein Gehalt sein. Und wenn ich das jetzt in 3 Stunden nebenberuflich verdiene, dann kann ich bestimmt in 12 Stunden, naja, in 3 Stunden 3.000, in 12 Stunden, ne? 12.000. Soweit die Theorie. Und dann bin ich zu meinem Personalchef gefahren, habe einen Termin gemacht, bin da reingegangen, habe meinen Scheck mitgenommen, habe den auf den Tisch gelegt und habe gesagt, Herr Stein, ich habe mal eine Frage an Sie. Wissen Sie eigentlich, wie viel ich hier verdiene?
Da meinte er, was meinen Sie damit? Da sage ich, naja, ich komme ja jeden Tag hier zur Arbeit. Wissen Sie, was die Bank mir dafür bezahlt? Dann sagt er, naja, das war ja Ausbildungsregelsatz, irgendwie sowas hat er gesagt, 668 Euro oder sowas, was das war. Dann sage ich, sehen Sie, und das ist genau das Problem. Ich habe mir das mal durchgerechnet und es lohnt sich nicht. Das ist einfach zu teuer für Sie zu arbeiten, das kann ich mir nicht leisten. Dann sagt er, wovon sprechen Sie? Dann haue ich meinen Scheck raus und ich war irgendwie nervös, aber ich war auch happy. Ich lege ihm so diesen Scheck und sage, schauen Sie mal, nebenberuflich 3.500 Dollar. Ich kann einfach nicht mehr arbeiten kommen. Das Gesicht, wirklich. Ich wünschte, ich hätte es eingefroren. Und dann sagt er noch, Mensch, Herr Feier, jetzt seien Sie mal vernünftig. Als Freund, nicht als Personalchef, weil ich sehe schon, das wird mit Ihnen hier langfristig nichts. Aber als Freund sage ich Ihnen, machen Sie doch wenigstens diese IHK-Prüfung zu Ende. Dann haben Sie wenigstens den Bankkaufmann in der Tasche. Und ich muss sagen, er hat einen Punkt, weil die Prüfung war in 3 Wochen. Die Abschlussprüfung, okay? Aber ich habe dann daran gedacht, was ich alles lernen müsste und wie viel Zeit ich da investieren musste. Und da habe ich gesagt, schauen Sie, Herr Stein, das ist genau der Punkt. Ich habe in einem Buch gelesen, um erfolgreich zu werden, muss man alle anderen Brücken abbrechen. Und ich will das gar nicht. Ich will gar nichts in der Hand haben. Ich will das nie machen. Das ist mein Weg. Und dann sagt er, Mensch, ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielleicht kommen Sie ja mal hier irgendwann später mit einem Porsche vorbeigefahren und es hat funktioniert. Ich wünsche Ihnen das. Aber ich weiß nicht, ob Sie da einen Fehler machen. Und witzigerweise bin ich dann tatsächlich einige Jahre später da mit Porsche vorbeigefahren. Ich war nämlich der jüngste Porsche-Kunde im Frankfurter Porsche-Zentrum, der das selber gekauft hat. Und der war dann leider schon in Rente. Insofern konnte ich ihm das dann nicht mehr zeigen. Aber das ist tatsächlich genauso passiert. Das Thema Energie, Doping, ich würde mal sagen Optimierung, ist unglaublich. Es hat jetzt letzte Woche, da habe ich mit meinem Sohn zum Tennis gegangen. Und der hat eine Tennistrainerin. Der Sohn, der ist ein ATP-Spieler, ein Weltranglistenspieler. Und der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was Spieler wie Novak Djokovic machen. Also Novak Djokovic, Roger Federer. Und was glaubst du, wie viel Euro oder Dollar er investiert, in seinem Körper zu supplementieren? Wie viel Euro glaubst du Novak Djokovic im Jahr? Ich habe jetzt von Tennis keine Ahnung, aber ich bin ein ganz großer Lance Armstrong-Fan. Okay. Und ich bin mit Lance Armstrong groß geworden. Und ich weiß, wenn du bei Lance Armstrong im Team fahren wolltest, dann musstest du mindestens 1 Million Dollar für Energieerweiterungsmöglichkeiten investieren. Also die Jungs mussten, auch wenn sie nur Edelhelfer waren, 1 Million Dollar wirklich dafür investieren. Ja, also das ist genau die Summe, ein bisschen mehr bei Novak Djokovic, natürlich aber im Rahmen der Legalität. Klar. Also das ist halt auch so, er dopt sich, in Anführungszeichen optimiert sich, genau mit den Blutwerten auf ein Limit, sodass sein Körper perfekt diese 5-6 Stunden Tennis am Tag aushält. Und das ist etwas, die Besten, die wissen genau, was sie trainieren müssen, haben ein Ziel und dann können sie dann auch optimieren. Und das ist eigentlich der Punkt bei Energie. Du musst erstmal die Grundlagen schaffen, so wie du es schon gesagt hast, und dann kannst du, wenn du dein Warum kennst, wenn du dein Ziel kennst, dann kannst du auch richtig damit dann noch zusätzlich arbeiten. Okay, also der wichtige Hinweis ist zusätzlich, nicht alles klar, ich mache keinen Sport mehr, ich schlafe nur noch 3 Stunden, ich ernähre mich Mist. Ja, aber dafür mache ich jetzt gleich das, okay, sondern zusätzlich. Und sehr spannend ist jetzt, wenn du dann abends im Club 6 Euro für eine Dose Red Bull zahlst, das relativiert sich ja gerade, ne? Weil du sagst, ey, was sind 6 Euro zu einer Mio, oder? Also es relativiert sich. Wunderbar. Ja. Ich dachte mir das auch danach, weil ich mit Lada kurz geschrieben habe, sag ich, du, wo ist denn das Video, wo findet man denn das? Mhm. Und dann kam WM auch drauf, dass das so lang ist. Und ich so, hey, das kam gar nicht so lange rüber. Ja, ja. Weil du bist halt da wirklich, du denkst, es ist ja die ersten 2 Minuten, okay, der Typ hat voll eins an der Waffel, also die Motivation, was der hat, geil, geil. Also positiv natürlich. Und dann ist ja die Zeit so und du denkst, okay, stopp mal eine halbe Stunde, also du musst die halbe Stunde hin. Ja. Also das ist geil. Und mega viele haben ja eine Mini-90-Dive und alles gemacht. Du hast erzählt, dass es beim Mentoring in der Gruppe so eine gewisse Eigendynamik gibt. Da kriege ich ja nicht so viel von mit, weil ich nicht in der WhatsApp-Gruppe drin bin. Was ist die Eigendynamik? WhatsApp-Gruppe fällt mir direkt schwarzer Humor ein. Also wir haben, Dirk Kiel kennst du, der hatte den Geburtstag, den 50. Also wenn du jemanden willst, der wo schwarzen Humor reinhaut, dann ist es der. Also egal, was du reinschreibst, die Antwort kommt von ihm und du denkst dir, okay, Dirk ist wieder da. Also egal, was du brauchst. Sei es, das beste Beispiel war zweites Webinar, war unser Pool herum Mensch, der Franz, drinnen mit Thema Messe in Tulln.
Und dann lief es halt der Hals. Okay, ich brauche irgendwas für die Messe. Was brauche ich? Okay, mach Schwimmnudeln. Okay, aus Schwimmnudeln wurde dann Poolboy. Aus Poolboy wurde dann, okay, Bodypaint, ich brauche eine Meerjungfrau. Und hier sitzt die Meerjungfrau. So bist du Meerjungfrau. Ich habe die Bilder gesehen. Ja? Geil, gell? Du hast so einen Meerjungfrauen-Schwimmschwanz bekommen. Und ansonsten Bodypainting. Und war es der Stopper an seinem Stand? Also es war vor allem, es war extrem witzig, weil da sind wir wieder bei dem Thema Sex Sales. Die Kinder alle voll happy, nur die Männer wollten auch. Und da waren solche bösen Frauen, die gesagt haben, nein, du nicht, oder nur mit meinem Handy. Und ich denke mir so, okay, viel Spaß daheim. Das war das Geilste. Wenn du ein Bild machst, dann nur mit meinem Handy. Und ich denke mir, ich will den Background nicht wissen. Ich will ihn nicht wissen. Okay. Dann sitzt du da und denkst dir, okay, nächster. Also das war wirklich da. Also da war, ich dachte mir, ich bin eine Statue. Zack, nächster Foto hier, da. War cool. Ist wie Fotowand bei mir bei der Vertriebsseite. Ja, genau. Also ich, so ein Aufsteller fürs nächste, das ist eine Idee. Das sag ich ja, ein Aufsteller. Sag ich, hey, kannst du ein Foto machen? Wenn ich jetzt eine Meinung habe über dich und denkt, Dirk ist voll nett, Dirk ist voll zuvorkommend, Dirk ist voll der coole Typ und hab dieses Bild von dir, weil ich diese Bewertung habe. Diese Bewertung haben wir über uns selbst auch, aber erstmal über andere Leute, das macht es einfacher. Und dann gibt es einen Tag, wo du voll negativ bist oder voll unverschämt bist. Mein Bestätigungsfehler ist, dadurch, dass ich sowieso den Glaubenssatz habe, du bist ein netter Mensch, du bist voll cool, denke ich mir, ach, der hat bestimmt einen schlechten Tag. Irgendeinen Grund gibt es schon. So, das heißt, ich übersehe diese Negativität. Genauso ist es aber auch andersrum. Wenn ich denke, boah, Dirk ist voll arrogant, Dirk ist voll negativ, Dirk ist voll schlecht und du dann plötzlich hilfsbereit bist und nett, irgendwas will der, irgendwas stimmt da nicht. Das heißt, ich übersehe die Handlung, das heißt, ich übersehe die Realität, weil ich sie, ist wie so eine Art Filter, wie diese Sonnenbrille, ich sehe jetzt nicht mehr die Realität, ich sehe sie verschwommen oder ich sehe sie jetzt mit einer anderen Farbe und diese Farbe sind meine Glaubenssätze. Das Problem ist, ich projiziere jetzt etwas, meine Identität, meine vergangenen Erfahrungen, meine Glaubenssätze auf diese Situation. Und somit verändere ich die Realität. Das heißt, ich kann gar nicht mehr wirklich bewerten, was vor mir ist, weil ich es mit diesem Filter sehe. Und jetzt plötzlich treffe ich falsche Entscheidungen. Treffe ich Entscheidungen, die mich limitieren. Ich sage, ja, diese Leute werden nicht von mir kaufen zum Beispiel. Es ist zu teuer. Wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe, es ist zu teuer und ich rede mit 10 Leuten und 10 Leute sagen mir, ja, okay, ist ein bisschen teuer. Siehst du, ich wusste es, es ist zu teuer. Und geh direkt wieder zurück, weil es ist die Bestätigung. Auch wenn einer dann kommt und sagt, nö, kein Problem, kauf ich. Wenn du diesen Glaubenssatz aber hast, dann denkst du, ja, der ist eine Ausnahme, aber von denen gibt es nicht so viele. Was doch immer der Grund ist. Und deswegen ist es so wichtig bei Glaubenssätzen, weil man sagt oft, guck die andere Leute an, guck die Ergebnisse von anderen Menschen an. Dann hast du aber immer wieder diese Glaubenssätze und findest Ausreden, warum es bei den anderen klappt und bei dir nicht, weil du ja bestätigen musst für dich, was für dich sowieso du schon entschieden hast, was wahr ist und du lässt die Realität nicht zu. Deswegen ist es so wichtig, das an die Oberfläche zu bringen und erstmal sich bewusst dessen zu werden. Und wenn man sich einmal dessen bewusst ist, dann kann man anfangen, in neue Situationen reinzugehen und sie neu zu bewerten. Weil Nachdenken ist nichts anderes, als sich Fragen zu stellen in seinem Kopf und sie zu beantworten. Und wenn du eine schlechte Frage stellst, dann bekommst du auch eine negative Antwort und sagst, warum klappt es bei mir nicht? Dann findest du immer wieder Gründe, warum es bei dir nicht klappt und sagst, wie könnte ich das hinkriegen? Was kann ich von dieser Person lernen? Wie kann ich es verändern, sodass es besser wird? Das ist eine viel bessere Frage und plötzlich verändert es auch deine Emotion und du handelst dann dementsprechend anders. Deswegen, denken und bewerten liegen so nah aneinander und es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, weil wir lernen so etwas nicht in der Schule. Es ist nicht etwas, wir haben gelernt natürlich über die Planeten im Universum, Mathematik, Physik, aber sehr viele Menschen verstehen nicht, wie Emotionen entstehen, verstehen nicht, wie ihr Gehirn funktioniert, verstehen nicht, wie ihr Körper funktioniert. Deswegen sind sehr viele Leute übergewichtig, können nicht abnehmen, weil sie nicht genau verstehen. Das ist wirklich wie eine neue Sprache zu lernen. Und es ist die Sprache deines eigenen Gehirns zu verstehen und plötzlich kannst du dann in Situationen, wo du denkst, logischerweise weiß ich, ich sollte keine Angst haben, logischerweise sage ich, ich sollte das tun, aber emotional stehst du dir im Weg. Wie ist diese Emotion entstanden? Woher kommt sie? Du kreierst sie selbst. Aber solange du dich als Opfer siehst von etwas und deine Identität ist, ich bin einfach schüchtern oder ich bin nicht der Strukturierte oder ich bin nicht so, das ist schwierig für mich und du das schon sagst, dann wirst du immer wieder Bestätigungen dafür finden. Deswegen ist es so wichtig, als allererstes diese ganzen Bewertungen erstmal wegzunehmen und ganz neu und ganz frisch auf Situationen zu gucken und sich bewusst zu werden, wenn diese Momente kommen, wo wir
unsere Glaubenssätze einfach auf etwas projizieren und glauben, das ist die Realität. Die Realität gibt es nicht. Die Realität ist immer abhängig von deiner Identität. Und deswegen ist es wichtig, wenn du Leute hast, die Ergebnisse haben, die du haben willst, zu verstehen, wie denken diese Menschen. So, das war's. Das waren die besten Szenen aus den 2019er Interviews. Und ich freue mich natürlich über dein Feedback in den Kommentaren. Aktivier die Playlist, respektive klick auf die Playlist. Ich glaube, die ist auf der Seite hier. Und dann siehst du alle Videos nochmal in der Reihe und kannst dir die Vollversion der Videos angucken. Bis dahin, ein sensationelles 2020, fette Beute, liebe Grüße.